Guten Tag, meine Hübschen. Heute ist ein neuer Tag und Lia ist ein bisschen quengelig, wenn ich sie ablege. Deswegen ist sie hier bei mir auf dem Arm. Also so wirklich viel habe ich irgendwie heute nicht geschafft, aber dennoch viel. Also virtuell habe ich wirklich viel geschafft heute. Ich war halt viel am PC, habe geskypt noch mit Ninja und Maria wegen unserem Projekt und Recherchen gemacht und so weiter und so fort. Ihr werdet dann irgendwann erfahren, worum es geht. Ein bisschen Spannung muss sein. Und jetzt haben wir es aber tatsächlich schon 12:30 und ich muss jetzt aufhören, hier am Laptop zu sitzen und muss wirklich schon anfangen mit dem Essen vorbereiten, weil ich das gerne machen möchte, wo die Kinder außer Haus sind, damit ich das auch schaffe. Weil wenn die Kinder alle hier sind, dann ist es halt ein bisschen schwieriger, so aufwendige Sachen zu machen. Ich möchte heute nämlich Putenrollbraten machen, den hatten wir letztens gekauft. Und dazu gibt es dann einfach Reis und Salat. Aber der Rollbraten, der muss halt dementsprechend vorbereitet werden, weil ich da auch eine dunkle Soße dazu machen möchte, selbst gemacht. Und das dauert natürlich, die Soße dauert, glaube ich, mit am längsten, weil die ganz lange einkochen muss, aber da mache ich einfach frei Schnauze. Ich habe jetzt nach ein paar Rezepten geguckt, aber irgendwie nicht so das Wahre. Und deswegen werde ich jetzt einfach meine eigene Kreation machen und wünsche euch einfach ganz viel Spaß bei diesem Vlog. So, Lia ist jetzt in ihrer Schaukel. Ich hoffe, sie schläft jetzt ein. Dann kann ich nämlich ganz schnell die Pute anbraten. Und dafür habe ich ja hier diesen Schmortopf, sagt man das so? Das hat auch einen Deckel. Das kommt nämlich mit dem Teil zusammen dann auch in den Backofen. Ich werde das jetzt scharf anbraten. Ist das induktionsgeeignet? Ja, Gott. Das wäre es ja jetzt noch. Ich werde das jetzt mit diesem Ding hier zusammen einmal scharf anbraten. Und dann werde ich das schon in den Backofen geben. Ich glaube, ich schäle erstmal ein paar Zwiebeln, ein paar Möhren. Und was kommt da noch rein? Den Rest mal später Zwiebeln, Möhren, dass da so ein bisschen Ansatz ist und da eine leckere Soße draus entstehen kann. Ich zeige euch nochmal eben was. Und zwar habe ich bei Deichmann was bestellt. Das kam jetzt auch gerade an, vorhin also. Und zwar für die Kids neue Schuhe. Milan brauchte nämlich Turnschuhe. Und da habe ich im Sale auch für Isila was entdeckt und gleich mitgenommen. Ich kann euch gleich mal sagen, was es gekostet hat. Also Milan hat ganz einfach Turnschuhe bekommen. Die sind halt für den Sportunterricht. Die haben jetzt 8 Euro gekostet. Ja, er wächst einfach super schnell im Moment auch raus. Und für den Sportunterricht sind die einfach vollkommen okay. Die Rechnung. Dann habe ich für Kian ein paar festere Schuhe mitgenommen, so die er in der Freizeit anziehen kann, also nicht im Kindergarten. Für den Kindergarten hat er jetzt im Moment so gefütterte, halbhohe Stiefel an. Die hatte ich mal bei Lidl gekauft, diese mit diesem leuchtenden. Und jetzt waren die im Sale und zwar für 18 Euro. Von Fila habe ich jetzt einfach die mitgenommen. Die sind auch schön gefüttert von innen, also so total weich. Und die sind auch ein bisschen höher und wasserresistent. Die kann ich dann auf jeden Fall, oder er kann die dann anziehen, so außerhalb des Kindergartens, weil im Kindergarten macht er die eh. Da kann er die Stiefel ruhig anziehen, wenn die draußen spielen. Und für die Spieler habe ich auch nochmal welche mitgenommen. Die haben auch 18 Euro gekostet. Und das sind einmal diese schönen Stiefel von Trolls. Und die sehen total niedlich aus. Die sind auch von innen richtig schön gefüttert. Und im Winter werden die auf jeden Fall ihre Füße warm halten. Weil so richtige Boots hat sie jetzt nämlich noch nicht. So, ich werde die erstmal, also die Kinder sollen die erstmal anprobieren, ob die auch passen. Und dann kann ich die Kartons dann auch hinterher wegschmeißen. Ansonsten muss da natürlich vielleicht was zurückgehen und dann habe ich den Karton nicht mehr. So.
Die kleine Lia hat nicht lange geschlafen, sie ist jetzt aufgewacht, aber ich habe jetzt gerade das Fleisch in diesen Bräter reingetan. Der war jetzt übrigens doch nicht induktionsgeeignet, habe ich jetzt in der Pfanne angebraten, ganz scharf. Scharf angebraten und unten im Ansatz sind jetzt Möhren drin, eine Paprika, Zwiebeln mit Schale und Knoblauch. Dann habe ich das Ganze aufgefüllt mit Geflügelfond, den ich gekauft hatte und ein bisschen Rotwein. Ich habe jetzt alkoholfreien Rotwein genommen, nicht jetzt irgendwie kommentieren, dass der Alkohol verfliegt. Ich weiß, dass der verfliegt, aber irgendwie weiß ich nicht. Es ist ja eh nur für den Geschmack und da kann es auch ein alkoholfreier Rotwein einfach sein. Das Ganze kommt dann später in den Backofen, aber dann habe ich das schon mal fertig. Das muss ja auch irgendwie so 2 Stunden bei kleiner Hitze garen. Später einfach noch den Reis dazu und dann kurzfristig noch den Salat und dann haben wir das Essen für heute. Ja, die Soße geht dann ganz schnell, die mische ich dann einfach mit dem, also der Braten ist ja dann irgendwann fertig und mit der Flüssigkeit, die siebe ich dann einmal durch, dick die ein bisschen an und dann ist die Soße auch fertig. I love you! I love you! Tja, und Lia hat gesagt, ich möchte nur eine halbe Stunde schlafen, mehr nicht. Okay. Okay, dann beschäftige ich mich jetzt mit der kleinen Maus. Beziehungsweise ich küsse sie die ganze Zeit. Und küsse sie und küsse sie. Oh, okay. Warte, warte. Mal gucken, ob die passen. Was kann ich denn? Ja, ich hab so weg. Oh, ja, das ist cool. Und? Passt? Ja. Wow, ich sag mal von der Seite. Ja, cool. Und deine? Oh, meine muss ich noch anziehen. Ich sehe da nur ein. Hast du das Papier da rausgenommen? Ja. Ja. Kuschelig? Oh ja. Richtig cool. Aber meine ist cool. Ja, für den Winter perfekt, oder? Ja. Und deine Turnschuhe passen auch, ne, Milan? Ja. Das sieht so aus, dass ich. Das sind so welche ähnliche wie beim Fußball mit der Schleife. Mhm. Auch grau. Aber ja. Unten kriege ich wie meine Kerze. Oder wie? Meine Arme. So, Essila möchte jetzt ein bisschen mit mir spielen. Und zwar haben wir ja von Babyborn die Fashion Boutique zugeschickt bekommen. Die ist total cool. Also die kann man so aufklappen und auch wieder zusammenklappend. Also wenn man damit nicht mehr spielen möchte, ist total platzsparend. Und die bietet so, so, so viele tolle Sachen. Also erstmal besteht das ganze Set aus 75 Teilen und hat ganz, ganz viele Accessoires und sowas dabei. Das sind Ketten, Armbänder, Brillen, Taschen, Schuhe und ganz viele Klamotten, die man sich auch natürlich immer dazu kaufen kann. Also man kann immer wieder das Sortiment erweitern. Hier ist eine Kasse mit dabei. Ja, hier kann man einmal die Anziehsachen präsentieren und hier sind auch Verkaufstische, richtig süß gemacht und eine Umkleidekabine. Aber vorab möchte ich euch erstmal von einer Treueaktion erzählen. Und zwar hat Isila auch diesen Rucksack bekommen. Es ist nämlich so, dass Babyborn sich eine Treueaktion überlegt hat. Und da muss ich mal ganz kurz ablesen jetzt. Ihr müsst einfach nur die Kassenbelege sammeln. Und zwar, wenn ihr etwas im Wert von 40 Euro von Babyborn gekauft habt, dann einfach die Kassenbelege sammeln. Die Teilnehmerkarte ausfüllen, die liegt dann immer im Geschäft aus oder die kann man sich auch online downloaden. Die Kassenbelege im Original mit dieser Teilnehmerkarte dann einfach zusenden und dann bekommt ihr nämlich als treue Aktion diesen tollen Rucksack hier. Finde ich richtig, richtig super und ja, den bekommt ihr dann einfach geschenkt. So, das war es auch schon zu der treue Aktion und ich würde sagen, Isila, wollen wir spielen? Ja. Kommst du her mit deiner Babyborn? Hallo, guten Tag. Hallo. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja. Die Kette? Nee, was ist das? Ein Stimmband oder was ist das? Ja, voll Kopf. Ah. Oh ja, das sieht super aus. Das möchten Sie einmal kaufen?
auch hier eine Tüte? Ja. Bitte schön. Einen wunderschönen guten Tag, meine Hübschen. Ein neuer Tag beginnt. Heute kommen meine Eltern wieder zurück. Juhu! Also ich habe bis jetzt gearbeitet auf Hochtouren. Ich habe schon richtig Kopfschmerzen von diesem Bildschirm hier die ganze Zeit. Also heute Morgen habe ich die Kinder erstmal weggebracht alle und dann, also Kian und Esila musste ich sogar zum Turnen bringen, weil die sind vom Kindergarten aus bis Februar jetzt beim Turnen jeden Mittwoch. Dann habe ich Milan in die Schule gebracht und dann bin ich direkt zu meinen Eltern nach Hause gefahren, weil ich, bevor Mama und Papa kommen, einmal klar Schiff machen wollte, einmal ein bisschen aufräumen wollte. Also mein Bruder hat so gut es geht natürlich aufgeräumt. Das kann er ja auch machen, hat er auch gemacht. Aber es ist natürlich nochmal anders, wenn jetzt eine weibliche Person nochmal so drüber schaut, nochmal ein bisschen die Ablagen abwischt. Ich habe die Küche nochmal blitzeblank gemacht und den Fußboden... Okay, wer ist das? Dankeschön. Tschüss. Vodafone Rückgewinnung. Ich habe meinen Vertrag nämlich gekündigt. Ja, wo war ich stehen geblieben? Meine Eltern kommen, genau. Ich habe bei denen zu Hause geputzt, alles einmal schön schick gemacht. Und dann bin ich hier nach Hause gekommen, bin jetzt seit 5 Stunden am PC am Arbeiten. Und dann habe ich mir jetzt gesagt, ich brauche eine kleine Pause. Zwischendurch habe ich natürlich immer Lia gehabt, stillen, ein bisschen spielen und was weiß ich was. Jetzt liegt sie gerade da in ihrem Laufstall und guckt sich den Spielbogen an. Und ich habe gedacht, ich schäle jetzt Kartoffeln. Meine Eltern kommen nämlich direkt hierher vom Flughafen, weil ich gesagt habe, ich koche ein bisschen was. Und ja, die haben mir jetzt zu Hause quasi nichts. Mein Bruder war jetzt auch nicht richtig einkaufen und kochen schon gar nicht, ne? Und deswegen habe ich gesagt, ja, koche ich hier. Ich habe gestern beim Türken ein bisschen Fleisch geholt, Lammkoteletts hatte ich gekauft und ein paar Hähnchenschenkel. Dann mache ich einfach ein paar Ofenkartoffeln dazu und einen leckeren Salat. Fladenbrot habe ich auch noch hier. Und dann haben wir ein leckeres Essen fertig. Es ist jetzt, oh, ich glaube, sie schläft ein. Es ist gleich 14 Uhr. Um 15 Uhr muss ich dann aber auch die Kinder abholen. Deswegen muss ich mich jetzt ranhalten und schon mal die Kartoffeln wenigstens fertig machen und das Fleisch marinieren. Hier habe ich jetzt das Lammkotelett gewürzt. Das kommt dann in den Backofen. Dann bereite ich hier ein bisschen was für Reis vor. Ich mache nämlich noch Bulgur dazu. Der liegt nämlich hier. Und zwar mache ich so Tomatenbulgur. Das sind jetzt Zwiebeln, Knoblauch und Paprika. Das wird dann schön angebraten gleich mit noch ein bisschen Paprikamark. Dann kommen Tomaten dazu, Bulgur, Wasser, Salz und Pfeffer. Und dann ist das ein leckerer Bulgurreis. Hier ist das marinierte Hähnchen, das ist jetzt hier im Mulex. Und hier im Ofen sind die Kartoffeln, der Ofen ist aber noch nicht an. Achso, die Kartoffeln muss ich noch würzen, wisst ihr? Hier liegt das Fladenbrot, Saki ist übrigens auch schon zu Hause. Ich mache jetzt aber hier mal schnell weiter und er kann dann nämlich die Kinder abholen, yes! Ich habe jetzt beschlossen, noch eine Linsensuppe zu machen, weil im Thermomix geht die voll schnell und deswegen mache ich die eben auch noch schnell. Ansonsten ja, bin ich hier schon dabei, den Reis zu machen. Das ist erstmal Zwiebeln und Paprika und Knoblauch. Hähnchen ist auch soweit gut. Die Kartoffeln habe ich jetzt angemacht. Und dann kommt später irgendwann hier das Lammkotelett dazu. Fladenbrot schneide ich hier gerade. Salat ist schon fertig. Und dann, ja.
Leute, falls ich die Qualität von der Kamera jetzt... Hey, mach das Licht an. ...geändert haben sollte, liegt es daran, dass ich es wieder mal geschafft habe, mein Objektiv zu schrotten. Wo ist es denn? Da hinten. Kamera ist runtergefallen. Und das ist jetzt schon das dritte Mal, dass das Objektiv kaputt geht. Bei einem Sturz. Die Kamera ist nämlich von da runtergefallen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt sieht es so aus. Jetzt kann mir mal einer sagen, meint ihr, eine Reparatur wäre jetzt teurer als ein neues Objektiv zu kaufen? Also es kostet 200 Euro. Ich habe mir jetzt ein neues bestellt, weil ich brauche ja eins zum Filmen. Ich filme jetzt hier wieder mit der anderen Vlog-Kamera. Aber irgendwie blöd alles. Naja, meine Eltern waren hier. Wir haben hier bei uns gegessen und sind dann alle zusammen zu meinen Eltern rüber. Die haben ihre Koffer ausgepackt und Mama hat uns und den Kindern so viele Sachen mitgebracht. Mia! Ja, guck mal, ich bin da. Guck mal, Mama ist hier. Mama ist auch da. Ja, und was haben Sie dazu zu sagen? Hallo? Hallo! Und Sie? Hallo? Hallo. Du bist erkältet, mein Schatz. Ich will Mama schlafen. Du schläfst halt bei Mama, ne? Ja. Im Bett? Ja. Und wo sind Esila und Milan? Oma. Ja. Sehr vorteilhaft, wie ich das gerade aufnehme. I just wanna get you on my grid sometimes, on my grid sometimes. All my friends are saying that I waste my time, that I waste my time. Ah, hier ist auch noch was. Und zwar hat sie so Mützen häkeln lassen. Die sind selbst gehäkelt. Und dann hat sie hier noch so eine Plastikschale mitgebracht. Und dann hier eine für, wenn ich Teig mache, damit der muss ja meistens immer gehen, der Teig. Und dann hat sie mir eine Schale mit Deckel mitgebracht. Auch ganz praktisch. Und so Gläser, so Plastikbecher für die Kinder, wo immer so ein Strohhalm schon mit dabei ist quasi. Auch ganz cool. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert nicht vergessen. Tschüss.